Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur dritten Folge von 60 Parsecs diese Woche. Das heißt, wir haben schon 3 Tage überlebt und jetzt geht's weiter. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwas zu stehen gehabt? Ja, ne? Du hast die Herausforderung des Tanzlords angenommen, hast jedoch verloren. Die Aliens haben dich hochgebeamt und du bist auf die Tanzfläche gestolpert. Kaum Rhythmusgefühl, miese Fußarbeit, nicht einmal eine palettenbesetzte Jacke hätte dich retten können. Die Tanzlords achten jeden, der mutig genug ist, auf die heilige Tanzfläche zu treten. Ihr Anführer, Warlord Rampensau, verschonte euch, meinte jedoch warnend, dass ihr beim nächsten Mal lieber lässigere Tanzschritte drauf haben solltest. Naja gut, ich werde langsam hungrig, also noch bin ich nicht so hungrig. Ich muss auch ein bisschen sparen jetzt, ich habe nur noch 6. Ja. Guten Morgen, Captain. Erinnerst du dich, wie wir diese Übertragung erhalten haben, aber das Signal ist nicht stark genug gewesen, um die andere Seite klar zu hören? Ich denke, ich habe einen Weg gefunden, unseren Empfang zu verbessern. Wir müssen nur die Batterie in Kommunikationsmodul ersetzen. Ja, das hätten wir doch vorher machen können. Ich schlage vor, dass du die Ersatzbatterie verwendest, die dort hinten hast. Kann ich mich auf dich verlassen, Captain? Logo. Nur darum habe ich die Batterie mitgenommen. Nur für diesen einen Zweck. Ich wusste es nämlich. Ich wusste es. Aufregende Neuigkeiten, Captain. Nachdem du die Batterie im Kommunikationsmodul ersetzt hast, ist unser Empfang viel besser geworden, was uns erlaubt, sogar schwache Übertragungen über große Entfernungen zu empfangen. Wenn wir das nächste Mal eine Übertragung erhalten, sollten wir sie laut und deutlich hören können. Jetzt müssen wir nur noch auf erneuten Kontakt warten. Okay, ein bisschen Geduld, dann wird das schon passen. Einen Tag warte ich noch, dann gebe ich hier was zu essen. Huch! Die Batterie erweist sich jetzt als richtig gut. So, ich muss mich kurz mal vergewissern, was ich alles machen kann. Nicht viel, ich kann recyceln, aber das ist halt auch nicht so wirklich top. Schaufel ist Putte. Ich kann zur Not, kann ich die Schaufel halt wirklich opfern. Okay, ich bekomme 2 Sachen. Ach, man bekommt jetzt auch Energie immer dazu. Cool. Gut zu wissen. Rein theoretisch kann ich doch den Anzug Putte machen, ne? Dann könnte ich nämlich das Feuerzeug zumindest reparieren. Aber wir sind ja sowieso auf Expedition, wir warten erstmal. Captain, meine Wettersysteme erfassen ein Gewitter am Horizont. Es bewegt sich schnell und ist hoffentlich bis morgen wieder verschwunden. Doch es könnte unangenehm werden, Donner, Blitz, Stürme und scharfe Objekte, die von allen Seiten herangerauscht kommen. Ich würde die Bewegung des Wetters gerne über die Nacht beobachten. Na, dann mach das doch. Dann mach das. Dann kriegst du jetzt gleich was zu essen. Liebe Elliot. Oh, Weltraumentdecker, er ist zurückgekommen. Du hast die Wetterüberwachungssysteme auf Batteriebetrieb laufen lassen. Das Gewitter ist in Richtung Süden gezogen und du bist vom Schlimmsten verschont geblieben. Also die Batterie kann man immer mitnehmen. Die wird auch nicht einfach kaputt gehen. Am Morgen war das Unwetter komplett verschwunden. Ach, ist diese frische Regenluft nicht herrlich? Du hast den ganzen Morgen damit verbracht, dich durch den angeschwemmten Krempel zu wühlen, aber es war nichts als durchnässter Müll dabei. 39. Emmett hat seinen Auftrag im Morast überlebt. Er ist augenscheinlich ein bisschen kränklich, nahrungsbedürftig und verstört, aber die Hauptsache ist, dass er nicht tot ist. Du lauscht aufgeregt, als er beginnt, von seinem Manöver im Dreck zu erzählen. Was kann man denn im Dreck noch mitnehmen? Oh. Emmett ist versehentlich auf eine giftige Sumpfblume getreten, ziemlich unangenehm und wahrscheinlich sehr ungesund. Ja gut, aber ich habe 39 mitgebracht. Der Artefakt hat er auch wieder mitgebracht. Und Suppe! Okay. Am Verhungern. Ich hätte ja schon vorher was zu essen geben sollen. Du kriegst natürlich auch was zu essen. Gesundheit schwach. Was aber nicht heißt, dass er krank ist, ne? Er ist nicht krank. Perfekt. Er muss halt nur wieder gesund werden. Oh, der Anzug. Ich dachte, der Anzug ist kaputt. Ich hoffe doch auch. Aber man kann also auch kaputte Sachen verwenden, aber die bringen wahrscheinlich dann nicht so viel, ne? Ein netter alter Mann, der aussieht wie Charles Darwin, klopft höflich an unsere Hauptschleuse. Du lässt ihn hinein, er gibt dir die Hand und lässt sie mit seinem eisernen Griff nicht mehr los. Die Technologie hält die Evolution auf. Sowjetische Wissenschaftler wollen, dass unsere Spezies stark bleibt und haben deshalb mich geschaffen und den natürlichen Auslesebot. Er behauptet, es sei nur zu deinem Besten. Genau das sagte auch der Zahnarzt immer. Und dem hast du auch nicht geglaubt.
Du hast mich hineingelassen, trotz der Warnsignale. Nun stelle dich deinem Weltraumfeind, Mensch. Da hat er nicht ganz Unrecht, Captain. Oh, ich glaube, das besprechen wir lieber später. Verteidige dich. Ja, mit der Schaufel. Was anderes kann ich nicht machen. Ich kann mich damit schlecht verteidigen. Ach, den Anzug nimmt er immer mit. Die Weste ist immer drauf. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. So, ich habe alles gemacht, ne? Am Verhungern, Gesundheit, okay. Ja, hätte ich vorher darauf achten sollen. Habe ich die Essen gegeben, ja. Sehr schön. Wieder können wir ein paar Tage überleben. Ich habe vergessen zu bauen. Scheiße. Wo ist sie hin? Wie eine Schaufel? Schaufel kaputt? Schaufel war schon kaputt. Die Schaufel ist jetzt ganz verschwunden. Ah, sie war nur kaputt, aber man konnte sie noch benutzen. Ein feindlicher, von Sowjets geschaffener David-Androide hielt dich in seinem Griff fest. Eine Schaufel ist mächtiger als das Schwert, riefst du zu dessen Überraschung und erklärtest, dass es beim Überleben um Zusammenarbeit geht, nicht die Stärke des Einzelnen. Ich habe dich aufgenommen und du hast mich angegriffen. Als ob du gegen das Gemeinwohl wärst. Bist du etwa ein schlechter Kommunist? Spottest du. Der Angreifer zögerte. Du hast ihm befohlen, die Worte "Ich werde nicht jagen, ohne zu denken" in den Boden zu graben. Was? Du hast ihm befohlen, die Worte "Ich werde nicht jagen, ohne zu denken" in den Boden zu graben. 100 Mal. Achso, er sollte es in den Boden reingraben, die Schrift. Ich verstehe. 100 Mal. Wie ein gescholtenes Schulkind nahm der Angreifer die Schaufel und machte sich an die Arbeit. Er verschwand nach der 73. Zeile aus der Reichweite meines Kameras. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr erblickt. Die Schaufel mitgenommen. Okay. Controller ist nicht da. Aber gut. So, wir sollten etwas bauen. Reparieren, ne? Ich sollte auf jeden Fall das Feuerzeug reparieren, wenn ich wieder Stein organisieren möchte. Für die Rüstung. Machen wir zuerst das Feuerzeug. So, okay. Entscheide dich, ne? Ich bin froh. Oh, ich habe drei habe ich schon Beweglichkeit. Dass du dich endlich für eine kurze Runde um das Shuttle begeistern konntest, um die Beine etwas auszustrecken. Auch wenn du behauptest, ich hätte dich mit einem dauernden Gemecker dazu gezwungen. Es ist nur zu deinem Wohl, Captain. Als du nach draußen getreten bist, hast du bemerkt, wie ein kleiner Asteroid direkt auf dich zugeflogen ist. Du hast versucht, wieder nach drinnen zu rennen, doch es scheint, als sei die Luftschleuse hinter dir zugegangen. Ich brauche einen Augenblick, um die Türen wieder zu öffnen, also musst du einen Weg finden, mit dem Asteroiden fertig zu werden. Weichst du geschickt aus oder verwendest du den nächsten Felsbrocken als provisorischen Schild? Ich lauf weg. So ganz klar. Fix it, Felix. Errungenschaft folge. Ah, okay. Wir haben etwas gebaut. Du bist der Flugbahn des Asteroiden ausgewichen. Als der Staub sich gelegt hatte, hat sich bestätigt, dass du noch in einem Stück bist. Sehr schön. So, Reparatur vom Feuerzeug ist abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich die Rüstung noch brauche. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr so viele Materialien und ich hätte halt noch gerne irgendwas. Komm, wir machen die Socke. Und dann können wir noch zur Not eine Suppe machen. Okay. Du wirst dich erholen langsam. Captain, es ist endlich soweit. Wir erhalten eine Übertragung. Es scheint von irgendwo auf diesem Planeten zu stammen. Hören wir sie ab. Oh, das ist interessant. Es hat sich herausgestellt, dass es eine Gruppe von anderen Überlebenden gibt. Sie stecken auch auf dem Planeten fest. Scheinen aber einige Ressourcen zu haben, die dir fehlen. Vielleicht kannst du mit ihren Vorräten dein Schiff startklar machen. Ein Mitglied dieser anderen Gruppe ist immer noch in der Leitung. Wirst du versuchen, dich mit ihnen anzufreunden oder ihnen drohen, um deine Autorität unter Beweis zu stellen? Wir freunden uns mit denen an, weil ich Intelligenz 3 habe. Junge! Es läuft. Oh, Essen. Essen. Sie muss jetzt Essen bekommen. Tag 37. Gestern hast du dich mit einer Gruppe anderer Überlebenden besprochen. Trotz deines Charmes hast du es nicht geschafft, ihr Vertrauen zu gewinnen. Du hast es außerdem nicht geschafft, etwas über die Gruppe herauszufinden, außer, dass sie auf diesem Planeten feststecken und nach einem Weg suchen, um von hier zu verschwinden. Vielleicht kannst du mit ihnen zusammen etwas herausfinden. Fürs Erste haben die anderen Überlebenden um etwas Zeit gebeten, um zu entscheiden, wie sie von jetzt an vorgehen sollten. Sie haben versprochen, dich bald erneut zu kontaktieren. Okay.
Ihr kriegt beide was zu essen hier, komm. Oje, endlich das Buch. Ich dachte schon, das macht sich niemals bezahlt. Hörst du auch diese kratzenden Geräusche, die nachts aus dem Lüftungsschacht kommen? Wir haben ein Rattenproblem, Captain. Sie müssen als blinde Passagiere von der Erde mitgekommen sein. Wenn wir den Befall nicht in den Griff bekommen, werden die Ratten eure Essensvorräte auffressen. Und danach vermutlich auch euch. Na gut, dann machen wir es doch. So. Ein Tag, bis die Sockenpuppe wieder da ist. Umso mehr Sachen wir haben, umso besser ist es. Ob wir noch eine Folge überleben? Oh, das wäre richtig krass. Sockenpuppe. Wegen des Nagerbefalls gestern. Deine Vorgehensweise bei diesem Problem führte zu einigen unerwarteten Ergebnissen. Du hast dich mithilfe des Handbuchs darüber schlau gemacht, wie man außerirdische Tiere zähmt. Und dann dein Wissen auf die irdischen Ratten übertragen. Gute Neuigkeiten, Captain. Es hat funktioniert. Jetzt werden sie nicht mehr über eure Essensvorräte herfallen, aber dafür müsst ihr sie lieb haben. Oh, gut. Du bist nicht mehr hungrig. Damit hat aufgehört, nach Suppe zu betteln. Okay, der erholt sich jetzt langsam. Ich hätte gern, dass jetzt hier die Ratte als Haustier ist. Ich sehe sie aber nicht. Och Mann. Wir sehen schon ziemlich hier alles runtergekommen aus, ne? Finde ich cool, wie das gemacht ist. Guck mal, das ist eine kleine Zeichnung von Zombie. Zombie, du bist in meinem Let's Play. Oh. Ja gut, wir haben die Sockenpuppe hergestellt. Wir könnten noch die Rüstung reparieren, aber ich würde ehrlich gesagt gerne... Ja, ich meine... Wir haben hier noch zwei Orte zu entdecken, ne? Aber Energie brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dafür habe ich keine Waffen. Wüste. Sumpf. Was könnte man denn im Sumpf gebrauchen? Aber ich kann wahrscheinlich nicht nochmal hin, ne? Ah doch. Er ist fit genug. Aber er hat kein Tempo mehr und alles. Was könnte man in der Wüste gebrauchen? Das, ein Handbuch. Stimmt. Handbuch. Das nächste Mal nehmen wir das Handbuch mit. So, ein schwebender, mehrfarbiger Würfel ist außerhalb des Shuttles erschienen. Er befindet sich ungefähr auf Kopfhörerhöhe und enthält viele sich bewegende Teile. Auf einem Gruß hat er nicht reagiert und als ich Essen angeboten habe, wurde ich ignoriert. Captain, ich glaube, das ist ein Rätsel. Du kannst es lösen, indem du Teile so bewegst, dass jede Seite des Würfels die richtige Farbe zeigt. Ich weiß allerdings nicht, um was für einen Einsatz wir hier spielen. Ich bin intelligent genug, um das zu lösen, denke ich mal, ne? Wäre ich jetzt nicht intelligent, hätte ich gesagt, nee. Intelligent genug müssten wir sein. Obwohl wir auch das letzte Rätsel nicht geschafft haben. Du hast versucht, das Rätsel des leuchtenden Würfels zu lösen. Doch mit jeder neuen Drehung der Seite wuchs deine Frustration. Letzten Endes hast du aufgegeben. Der Würfel hat ein entschiedenes Move von sich gegeben und ist dann in die sternklare Nacht verschwunden. Du hast dich am Kopf gekratzt und gefragt, wie jemand schlau genug sein kann, um dieses Ding zu lösen. Emmett wäre schlau genug gewesen. Aber ich kann halt nicht riechen, auf welchem Planeten wir landen. Weil das hier scheint wirklich ein Planet für Intelligenzbestien zu sein. Und bisher haben wir es deswegen auch gut überlebt. Wie, ich habe kein Telefon. Ich dachte, das hier ist das Telefon. Ach Gott. Ah, ich bin eine Maschine und Maschinen können keine Stimmen hören. Die Stimmen, die ich gerade nicht hören kann, werden jedoch immer lauter. Oh, du hörst sie also auch? Meine Gewichtssensoren erfassen auch etwas. Eine zweidimensionale Spezies. Das erklärt, wieso meine Kameras sie nicht erkannt haben. Ein Paper Mario. Ziemlich tückisch. Mit einem entschlossenen Schrei kommen die Stimmen rasant näher. Die Luft innerhalb der Tür sieht ziemlich leer aus, doch plötzlich auch äußerst feindlich. Wie wirst du uns verteidigen, Captain? Ne, das Paper Mario ist, werde ich Paper Mario einfach verbrennen. Ganz einfach. Eine neue, fremde neue Welt. Erhol dich erstmal gut und dann gehst du wieder raus, Emmett. Tag 40. Oh. Eine zweidimensionale Spezies ist in unser Schiff eingedrungen. Ihr habt sie nicht kommen sehen, bis ihr ein Feuerzeug angezündet habt. Plötzlich waren an den umliegenden Wänden zahlreiche Schatten zu sehen. Die gewöhnlicherweise für die 3D-Welt nicht sichtbaren Kreaturen kamen mit der Aufmerksamkeit nicht klar, verlegen huschte einer nach der anderen davon. Glotzen mag zwar unhöflich sein, aber offenbar gewinnt Unhöflichkeit Kämpfe.
Seit dem Sieg sieht man euch beiden die Tapferkeit und das Selbstvertrauen deutlich an. Oh. Okay, Emmett gebe ich jetzt schon was zu essen, die andere kriegt morgen. Ich muss irgendwie mehr an Essen rankommen, ey. Captain, wir sind auf eine außerirdische Lebensform gestoßen. Es handelt sich um eine Art Protozen. Was? Protozoenparasit, der unseren Wasservorrat befallen hat. Ich habe keine Ahnung, wie der Vorrat verseucht werden konnte. Naja, jetzt ist es zu spät. Ich glaube nicht, dass die Infektion tödlich enden wird, aber meine Daten über diesen Organismen sind nicht vollständig. Möchtest du es einfach durchstehen oder das Wasser reinigen? Das Wasser reinigen. Wir sind nicht stark genug, nicht für beide. Vielleicht, wenn wir durchgestanden hätten, hätte sich das vielleicht in Essen verwandelt. Ja, es hätte sich in Essen verwandelt. Oh. Naja. Ihr habt es nicht geschafft, das verseuchte Trinkwasser zu reinigen. Am Ende sind die Symptome von dir und Emmett zwar verschwunden, aber schön war es nicht. Letztendlich haben du und dein Besatzungsmitglied überlebt, aber die Suppe, die ihr zur Flüssigkeitszufuhr verspeist habt, hat für wenig Sättigung gesorgt. Ah. Und eine zweite Weltraumtoilette wäre äußerst hilfreich gewesen. Ich habe nur noch drei Essen. Komm. Eine Suppe stellen wir noch her. Captain, wir haben eine Nachricht von der Gruppe der Überlebenden erhalten, die irgendwo auf diesem Planeten gestrandet sind. Sie möchten sich persönlich mit einem von deiner Besatzung treffen, um zu sehen, ob sie dir vertrauen können. Eine interessante Entwicklung. Willst du, dass Emmett alles riskiert und das Schiff verlässt? Komm, Emmett, geh los. Ich weiß, du bist nicht ganz gesund, aber du bist topfit und motiviert. Du wirst das hinkriegen. Du musst das hinkriegen. Er ist verletzt. Oh, Suppe. Achso, die habe ich hergestellt. Ja. Ich freue mich, berichten zu können, dass Emmett von seinem Treffen mit den anderen Überlebenden sicher zurückgekehrt ist. Das hier konnte er herausfinden. Es hat sich herausgestellt, dass die anderen Überlebenden in Wirklichkeit Gefangene von einem verunglückten Gefangenenschiff sind. Viele von ihnen haben schwere Verbrechen begangen. Aber sie scheinen genauso entschlossen wie du zu sein, diesen Planeten so schnell wie möglich zu verlassen. Das könnte sie zu guten Verbündeten machen, sofern du verurteilten Schwerverbrechern trauen willst. Ah, da müssen wir überlegen, wie wir da fortfahren, ne? Aber ich habe eine Suppe hergestellt. Ich habe gedacht, ich kriege Suppe geschenkt. Ich erfasse hohe Werte eines unbekannten Giftstoffes in unserem Belüftungssystem. Analysen zeigen, dass er nicht allzu gefährlich ist. Jedoch weist er halluzinogene Eigenschaften auf, weshalb man ihn besser nicht zu lange einatmet. Das Luftfiltersystem wurde während des Absturzes herumgewirbelt und dabei könnte ein Riss entstanden sein. Was willst du unternehmen, um den Riss zu versiegeln? Klebeband. Ich meine, das wird wahrscheinlich nicht viel bringen, Artefakt. Ist wahrscheinlich nur Glück. Artefakt könnte Glück sein. Hier können wir die Energie, selbst wenn wir mehr Energie hinzufügen, wird das den Riss nicht schopfen. Wir müssen Klebeband verwenden. Tag 42, Leute. Wie geht's euch? Schwach? Hungrig? Ich hab dir doch gerade Essen gegeben, oder nicht? Oder? Du kriegst jetzt was zu essen, Mädel. Tag 43. Oh! Das Klebeband, du hast Klebeband verwendet, um den Riss zu reparieren. So ein bisschen Klebeband ist immer gut. Nur wenige Sekunden, nachdem der Riss versiegelt wurde, fühlt ihr euch bereits besser. Hm. Ich bin in Topform. Darum kriegst du auch was zu essen, Mädel. Das hast du dir verdient. Und dann recyceln wir den Anzug. So. Emmett möchte wissen, wie ihr zueinander steht. Und damit meine ich nicht, wer die größere Suppenration bekommt. Ich bin zwar nicht mit allen Facetten menschlicher Beziehung vertraut, aber es ist klar, dass Emmett eine besondere emotionale Bindung zu dir aufgebaut hat. Du bist in keiner romantischen Beziehung. Vielleicht wäre es für euch beide am besten, wenn du deine Beziehung zu Emmett klarstellst. Das Letzte, das wir in diesem Shuttle brauchen, ist noch mehr Unwissenheit. Gibst du Emmett ein Zeichen deiner Zuneigung? Also, als Intelligenzbestie würde ich mich freuen, wenn man mir eine Atombatterie gibt. Ich weiß, was soll ich denn mit Klebeband? Ich bin doch nicht MacGyver. Errungenschaft freigeschaltet. Über alle Sterne. Steine. Über alle Sterne, ja.
So, du hast Emmett die Batterie gegeben und ihm gesagt, er sei eine ständige Inspiration für dich, ganz ähnlich wie die Batterie eine konstante Energiequelle für alles ist, woran sie angeschlossen ist. Oh. Emmett schloss einen Schalter, einen Nagel und ein wenig Kupferdraht an die Batterie an. Ah, oh, ich bin doch MacGyver! Ah, so baute er einen Elektromagneten, der seine starke Zuneigung zu dir symbolisieren soll. Emmett versichert dir, dass du weiter auf seine Freundschaft zählen kannst. Naja. Ja gut, was soll's. Ein Tag noch, dann kriegt er was zu essen. Bei einer routinemäßigen Bereinigung meiner Datenbank bin ich auf einen Bauplan für eine Apparatur namens Fluxkompensator gestoßen. Wenn wir ihn installieren, könnten wir einen Weg nach Hause finden. Er muss allerdings erst zusammengebaut werden. Ah, okay. Bauen wir den zusammen. Wir haben die Batterie wieder. Aber was haben wir hier überhaupt? Ach, überlebe 30 Tage mit voller Besatzung. Oder nee, ich habe was anderes bekommen. Egal. Ich bin verletzt. Du hast gestern versucht, den Fluxkompensator zusammenzubauen, aber alles ging furchtbar schief. Eine falsche Bewegung hat dazu geführt, dass die Vorrichtung explodiert. Du wurdest zwar verletzt, aber zum Glück wurdest du nicht irgendwo hin oder irgendwann hin teleportiert. Du erfreust dich immer noch der besten Gesundheit. Ich bin verletzt. Obwohl, nein. Ich bin ein bisschen angeschrabt, aber energiegeladen, Hunger ist okay, ja. Ist alles in Ordnung. Hier, kriegst du Suppe, Kleiner. Die Gefangenen haben uns wieder kontaktiert. Captain, es scheint, als hätten sie einen Plan entwickelt, der für beide Parteien von Vorteil sein könnte. Sie wollen deine Hilfe bei der Reparatur ihres riesigen Schiffes. Im Gegenzug bieten sie dir an, den Planeten mit ihnen zu verlassen, wenn sie es schaffen, das Schiff vom Boden abheben zu lassen. Ihr könntet definitiv eine Mitfahrgelegenheit von diesem kargen Felsen gebrauchen. Ich will hier ja gar nicht weg. Und ich vertraue denen nicht. Ich repariere deren Schiff, weißt du, und dann, puh, sind die weg. Könnt ihr knicken, Jungs? Könnt ihr knicken? War das jetzt ein Fehler? Die können doch nicht gut sein. Ich kann doch einen Haufen Gefangenen nicht vertrauen. Denken sich, oh, guck mal, da sind zwei Intelligenzbestien. Ha, 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 die machen wir jetzt mal kurz fertig. Huch. Kümmere dich um die Gefangenen. Die Entscheidung steht, Captain. Du wirst den Gefangenen bei ihrem Versuch, ihr Schiff zu reparieren, nicht helfen. Allerdings kann man sagen, dass sie mit deiner Entscheidung nicht zufrieden gewesen sind. In der Tat könnten sie dir gegenüber nachtragend sein. Sieht so aus, als hättest du dir Feinde gemacht, Captain. Das ist sehr schade, wenn man bedenkt, wie entschlossen die Gefangenen sind, diesen verfluchten Planeten zu verlassen. Hätten sie gute Verbündete sein können. Hätten! Aber du kannst denen doch nicht vertrauen. Emmett betrachtet sich immer noch als einen engen Freund von dir, okay? Seelenverwandter, Okay, Emmett ist wohl gut drauf, okay. Dann gehen wir nochmal zum Sumpf. Mit ihm. Und ich gebe dir dann das Handbuch mit. Und. Ich will die Kuh eigentlich gar nicht loswerden. Wir kämpfen Mysteriöses mit Mysteriösem. Wir geben ihm einfach nur das Handbuch mit. Das passt schon. Achtung, Achtung, wir haben einen Riss. Das Schiff wird kontaminiert. Ich habe alle Notfallprotokolle in Gang gesetzt, doch es scheint alles umsonst. Diese Kontaminierung kann nicht verhindert werden. Captain, du musst dich schützen, bevor es zu spät ist. Ich habe die Rüstung kaputt gemacht. Scheiße. 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 Oh, ich hätte sie noch verwenden können, bevor sie komplett kaputt geht. Ja, gut. Ich habe einen Verbandskasten. Alles ist in Ordnung. Hast du es noch nicht mitbekommen, Captain? Das Schiff wurde kontaminiert. Also erkläre mir bitte auf eine Art, die eine bescheidene KI wie ich verstehen kann, wieso du dich nicht schützen solltest. Das Fieber, der Husten und alle weiteren Symptome, die ich zweifelsohne als eklig bezeichnen kann, sind das Ergebnis dieser bedauerlichen Krise. Die gute Nachricht ist, dass sie schon bald vorübergehen sollte. Emmett ist auf dem Weg, um diese Moorhölle zu erforschen. Gut, Freunde, ich würde sagen. Wir steigen morgen in Folge 4 und gucken, dass wir uns heilen und sicher und irgendwie das Ganze meistern können.
Haut rein, euer Zero. Tschüss.